Hallo und herzlich willkommen bei Pilze unter der Lupe. Heute möchte ich euch den Bienenwaben oder Wabenpolling vorstellen. Der ungenießbare Wabenpolling ist vor allen Dingen im Frühjahr zu finden, bei günstiger Witterung, aber auch im zweiten Schwerpunkt, also Wachstumsschwerpunkt im Herbst. Er besiedelt vor allen Dingen alte Laubhölzer, also Totholz, vor allen Dingen von Eschen. Der Hut ist ungefähr 2 bis 8 cm breit und er ist rund bis oval oder nierenförmig geformt. Im Jungzustand ist die Hutoberseite orange-rötlich verfärbt. Im Alter wirkt er ausgeblasst. Typisch sind auch die feinen Schuppen, die den Hut bedecken. Typisch für die Art ist, dass die Poren sehr wabenförmig und relativ groß ausfallen, wie man hier jetzt sieht. Der Stiel ist eher kurz gehalten und ja seitlich gestielt meistens, manchmal auch zentral gestielt. Ja, hier sieht man nochmal diese wunderschönen großen Poren, die dem Pilz auch seinen Namen verleihen. Ja, vor allen Dingen in Auwäldern treten natürlich häufig Eschen auf und dadurch ist auch der Pilz meistens in Auwäldern zu finden. In diesem Jahr fühlen sich aufgrund der Wetterbedingungen, also des vielen Regens, habe ich das Gefühl besonders wohl. Also sie treten auch wirklich massenweise auf und ich habe auch schon mehrere Habitate entdeckt, in verschiedenen Auwäldern auch. Ja, hier in der Nahaufnahme kann man nochmal ganz toll diese Schuppen sehen und auch nochmal hier bei diesem kleineren Exemplar diese wunderschöne Wabenstruktur. Ja, der Hut ist am Anfang auch ein bisschen eingerollt, wie man hier sieht, und breitet sich dann im Wachstumsverlauf mehr aus. Sein Geruch ist neutral bis pilzig und der Geschmack ist mild bis unbedeutend. Er ist auch teilweise zäh und auch leicht bitterlich. Hat euch das Video gefallen, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder bei Pilze unter der Lupe. Tschüss!